Auch wenn in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung erwartet wird, müssen wir hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, meint zumindest Siemens-Chef Peter Löscher auf einer heutigen Pressekonferenz. Ob das wirklich so ist und was harte Zeiten für Siemens bedeuten, das wollen wir heute besprechen mit Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Herr Benz, die heute präsentierten Zahlen von Siemens waren eigentlich gar nicht so schlecht und dennoch diese Misstöne. Warum? Gut, zum einen muss man natürlich sagen, Siemens hat ein paar Monate der Umbauarbeiten interner Art hinter sich. Das heißt, es hat einfach Kosten und Energie in Auftrag gegeben und gekostet. Das heißt, im Moment ist Peter Löscher natürlich etwas vorsichtiger. Er spielt auch darauf an, dass er sagt, im Rahmen der Schuldenkrise kann es durchaus sein, dass gewisse Projekte sich verzögern oder Aufträge oder Umsätze wegbleiben. Auf der anderen Seite peilt er immer noch 6 Milliarden Gewinn an für das Jahr 2012 und ich denke, wenn wir keine größeren Störfeuer aus der Politik, also aus der europäischen Szene bekommen, hat er durchaus Chancen, das einzuhalten. Peter Löscher rechnet nach eigener Aussage vor allem mit einem eher schwachen ersten Halbjahr 2012. Ist Siemens eine Art Frühindikator für die ganze Branche? Aufgrund dessen, dass Siemens sehr breit aufgestellt ist, von der Medizintechnik bis zur Energieversorgung und sonstigen Abteilungen, glaube ich, kann man gewisse Dinge natürlich ablesen. Alle sind momentan damit beschäftigt, wie geht die Euro-Rettung ganz speziell vordergründig mit Griechenland weiter. Und ich denke, keiner geht davon aus, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen eine endgültige, finale, klare Lösung bekommen. Und das führt einfach zu der Unsicherheit, dass man sagt, bis Mitte des Jahres wissen wir erstmal nicht so richtig, wo es lang geht. Allerdings, woher kommt dieser starke Pessimismus? Nochmal nachgefragt, der DAX steht bei knapp 6.400 Punkten. Die ersten Tage des Jahres 2012 waren erstaunlich stark. Zum einen sind die Ergebnisse aus der Vergangenheit noch recht gut, das heißt die Zahlen stimmen noch. Auf der anderen Seite werden natürlich die Unternehmen vorsichtig. Wir haben zwei gravierende Probleme. Gewisse Lieferanten können nicht liefern, was zu Verzögerung führt und gewisse Auftragsgeber sind etwas zurückhaltend und ich denke, aus diesen beiden Kriterien leitet eine Unternehmensleitung, wenn sie konservativ und vorsichtig nach vorne schaut, gewisse Chancen oder Risiken jeweils ab. Aber war eine gewisse konjunkturelle Delle für das erste Halbjahr 2012 nicht schon längst bereits im Herbst eingepreist? Wir haben sicherlich eine gewisse Delle oder eine Korrektur eingepreist. Auf der anderen Seite hört man das tagtäglich. Wir haben relativ kontroverse Aussagen dazu, ob es sehr gut geht, ob es extrem schlecht wird, wenn wir dem IWF glauben sollen. Dann stehen wir kurz vor einer ganz großen Rezession. Wenn wir dem DIHK zusprechen, dann sieht es nicht ganz so schlecht aus. Und ich glaube einfach, das verunsichert und führt eben zu dieser vorsichtigen Haltung. Ja, auf der einen Seite eigentlich nicht so schwarze Daten, wenn man die Prognosen heranzieht. Andererseits wieder Angst vor der Rezession. Was heißt das jetzt konkret für den Privatanleger? Wie kann sich der Privatanleger in der jetzigen Situation aufstellen, positionieren? Also ich denke, er hat einfach die Chance, über einzelne Engagements sehr vorsichtig und sehr selektiv auch weiterhin gute Unternehmen, das heißt gute Unternehmen, die vernünftige Kennzahlen, die vernünftigen Auftragsbestand und die vor allem ein vernünftiges Bild nach vorne bieten. Das heißt, wir haben gewisse Bereiche oder Branchen, die wir immer brauchen werden, ob es konjunkturell sehr gut oder sehr schlecht geht. Die Arbeit wird eben etwas mühevoller im Moment. Etwas konkreter? Ja, ich denke einfach im Versorgungsbereich, das heißt ganz konkret im Ölbereich, Nahrungsmittelbereich oder im Energiesektor, auch wenn wir im Moment sehr viel Negatives hören, lässt sich in den nächsten Monaten trotzdem einiges an Früchte einfahren. Zu den ganz aktuellen Zahlen von Siemens heute, Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Vielen Dank für das Gespräch.